Ja, schönen guten Tag, Herr Jahn. Schön, dass wir Sie hier antreffen bei der Konferenz zum Kommunismus im 20. Jahrhundert. Nach 25 Jahren Diktaturaufarbeitung in Deutschland, sehen Sie auch hierzulande noch blinde Flecken in der Erinnerungskultur mit Bezug auf den Kommunismus? Also ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade auch hier in Deutschland uns klar machen, was das geteilte Deutschland ausgemacht hat und dass es hier ja in der kommunistischen DDR, der sozialistischen DDR, wie sie sich selbst nannte, ja doch auch eine Gesellschaft gehabt haben, ein Regime gehabt haben, die durchaus auch Bezugspunkte hat zu dem, was in China, was in der Sowjetunion war. Und gerade auch viele Entwicklungen in der DDR wären ja ohne die Sowjetunion nicht denkbar gewesen. Es war die sowjetische Besatzungszone und es waren die Anwesenheit der Sowjets, die überhaupt die Etablierung eines kommunistischen Regimes möglich gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, sich auch hier in Deutschland mit diesen Fragen ganz konkret auf den Osten Deutschlands beziehend auseinanderzusetzen. In der Diskussion im Anschluss an den Vortrag wurde ja auch darüber gesprochen, dass es einen großen Unterschied mache, wie stark ein Land selber oder die Gesellschaft selbst vom Kommunismus betroffen ist oder wie stark man die Schuld vielleicht auch an Sowjetrussland oder an eine andere der großen kommunistischen Mächte abgeben kann. Mit Blick auf Deutschland, sehen Sie da ähnliche Problemlagen auch heute noch? Stichwort Ostalgie, also dass dann doch bestimmte Dinge mit der Erinnerung an den Kommunismus verklärt werden? Ich fand ja gerade spannend an Gerd Köhns Vortrag, dass er deutlich gemacht hat, dass es nicht nur um die Regime als Systeme ging, sondern um die Gesellschaften. Das heißt, die Menschen, die in dieser Gesellschaft gelebt haben. Ja? Gerade die Fragen, wer hat das Regime getragen oder wer hat sich dem untergeordnet, das waren spannende Fragen. Und auch hier Fragen der Selbstreflexion, auch der Auseinandersetzung in den Familien zu stellen. Das ist das Spannende, wo wir in Deutschland sozusagen erst am Anfang stehen. Ich merke immer wieder gerade jetzt, dass die Enkelgeneration viele Fragen hat. Das sind die Nachgeborenen nach dem Ende des kommunistischen Regimes in der DDR und dass die wissen wollen, wie haben ihre Familienangehörigen gelebt. Das ist das Spannende und welche Rolle haben sie in diesem System gespielt? Und ich glaube, hier kommen noch spannende Diskussionen in den nächsten Jahren auf uns zu. In der Diskussion wurde ja auch über die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur und Gewaltherrschaft in den kleineren Staaten diskutiert, in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn. Mit Blick auf die Aufarbeitung in Deutschland ist da, sage ich mal, auch ein klein wenig Eigenlob Ihrer eigenen Arbeit und aller Organisationen, Institutionen möglich. Würden Sie sagen, dass in mancherlei Hinsicht hier eine vorbildliche Aufarbeitung stattgefunden hat oder sehen Sie da Defizite auch in Deutschland noch? Es ist immer schwierig, da eine Bewertung vorzunehmen. Man kann immer noch mehr machen, aber ich denke, dass man schon in Deutschland auch stolz sein kann auf das, was geleistet worden ist. Wir haben hier gerade mit der Sicherung der Stasi-Akten, mit der Öffnung der Stasi-Akten und deren Nutzung schon über 25 Jahre, denke ich, auch ein Zeichen in der Welt gesetzt. Das ist erstmalig in der Welt gewesen, dass die Akten der Geheimpolizei zugänglich gemacht worden sind. Viele andere Länder haben dem nachgeeifert. Es gibt in den Ländern Osteuropas ähnliche Institutionen. Ich werde ständig eingeladen, zu berichten in anderen Ländern, wie zum Beispiel den Balkanländern, über unsere Arbeit mit den Geheimpolizeiakten. Gäste aus über 40 Nationen sind zu uns gekommen und haben das Stasi-Unterlagenarchiv besucht, haben Fragen gestellt, wie kann man es schaffen, einen rechtsstaatlichen Umgang mit diesen Akten zu finden, wie kann man Transparenz und Datenschutz gleichzeitig gewährleisten und wie kann man eine Übergangsgerechtigkeit zu schaffen. Das waren zum Beispiel die Fragen, die mir gerade jetzt in Tunesien gestellt worden sind. Und daran sehen wir schon, dass hier Deutschland durchaus eine wichtige Rolle hat, dabei Erfahrungen weiterzugeben. Aber es ist immer wichtig, dass man den anderen nicht sagt, wie sie es zu machen haben, sondern dass sie einfach die Chance haben, aus unseren Erfahrungen auch etwas mitzunehmen.
Hatten Sie schon Gelegenheit, die Ausstellung zum Kommunismus in seinem Zeitalter ein bisschen anzuschauen? Ich habe das natürlich gleich in Bezug gesetzt zu dem, was ich im Vortrag gehört habe. Ich denke, dass bei mir jetzt einmal der Vortrag erstmal noch wirkt, aber ich glaube, die Ausstellung ist eine große Chance, ja, diese Gedanken auch in die Republik zu tragen. Gerade dieses Prinzip, doch hier über 2000 Ausstellungen als Angebot zu haben für Schulen, für Institutionen, die hier die Gelegenheit haben, das auszustellen, das ist eine tolle Sache. Und ich glaube, dass es da auch nicht darum geht, ob Osten oder Westen, sondern das ist etwas, was in Gesamtdeutschland durchaus wichtige Informationen sind, die uns verstehen, was deutsche Geschichte oder was auch die Geschichte des Kommunismus bedeutet. Wunderbar, vielen Dank, Herr Jahn, und noch einen schönen Abend.